Na, bist du wahnsinnig? Alter Schwede. Burbranker, wumstiger Bumsti, der Pfeil. Durch zwei Schädel. Das ist ein Hirschkopf und das ist die neue Steamboat-Dinger mit 150 Pfund. Ob der durchschlägt? Dieser 150 Pfund Wurfarm heißt Hunting. Ich bin ja kein großer Jäger, aber da schlägt das einen Hirschschädel. Auf den habe ich schon einmal geschossen und zwar mit der Steinschleuder für Seven vs. Wild. Und ja, ich bin da nicht wirklich durchgekommen. Da passt genau die Kugel jetzt rein. Aber dieses Mal schießen wir mit panzerbrechenden Pfeilen und ein 150 Pfund Wurfarm. Und wenn du sagst 150 Pfund, naja, für so eine kleine zerlegbare Armbrust ist das schon einiges. Und wenn du sagst Einzelschuss-Armbrust, bäh, langweilig. Das gibt's auch für die Tactical mit 6 Schuss. Aber egal, uns interessiert nur, ob das da durchgeht. Unser Testaufbau ist ziemlich simpel. Hier ist der Schädel. Übrigens, vielleicht schießen wir auch auf diese Stahlplatte, aber zurück zum Schädel. Die Jagd mit Armbrust, Bogen und so weiter ist im deutschsprachigen Raum verboten, also bitte nicht nachmachen. Aber ich will wissen, wird das was? Es wäre urcool, wenn ich auf den ersten Schuss treffen würde. Das wäre so cool. Wir werden sehen. Aber jetzt. Alter Schwede. Hui, hui, hui. Die Spitze schaut hier hinten ein Stück all durch. Ein Wahnsinn. Der Pfeil hat's ein bisschen verbogen. Gehen wir näher ran. Bumm. Burbranker, wumstiger Bumsti. Der Pfeil schaut auch nicht mehr ganz gesund aus. Irgendwie wird der Schädel immer weniger. Jetzt habe ich zwei Schädel. Genau gespalten. Also eins, macht zwei. So schaut der Bolzen aus. Die Spitze ist ein bisschen verbogen. Jetzt schießen wir noch schnell auf die Stahlplatte. Achtung, billige Eigenwerbung, all die Produkte hier kriegst du natürlich bei mir im Shop. Link gebe ich dir im ersten Kommentar und im Beschreibungstext. Da kriegst du den Wurfarm, aber natürlich auch all die Teile, die wir in der Rheine-Rossmann-Werkstatt in Österreich bauen. Ich werde jetzt wieder diese, ja, panzerbrechenden Teile benutzen, aber auch klassische Bodkins. Sechs Pfeile passen ja rein. Kann man auch gemischt ins Magazin geben. Ach ja, das Ganze ist eine Plattform. Das bedeutet, du kannst dir ein Magazin oder den Einzelschussadapter auf ein und dieselbe Armbrust draufbauen. Brauchst also nicht zwei. Das Umbauset kriegst du auch bei mir im Shop. Jetzt geht's los. Dieser 150 Pfund Wurfarm ist eigentlich für die Einzelschussarmbrust gedacht. Ja, bei dieser taktischen Version hier nimmst du dir ganz einfach Geschwindigkeit. Aber wenn du die nicht brauchst, sondern eben Power, ja, dann ist der 150 Pfund Wurfarm genau das Richtige. Na, bist du wahnsinnig. Also die Bolzen schauen alle noch grundsätzlich gut aus. Die Aluminiumbolzen sind teilweise verbogen und auch die Spitze hat es kaputt gemacht. Aber sie haben durchgeschlagen. Und diese panzerbrechenden, ja, die schauen auch nicht mehr ganz so gesund aus. Die sind in Carbon. Aber ich habe jetzt ein urschönes Nudelsieb. Wenn du eine Tactical besitzt, dann kauf dir vielleicht diesen Einzelschussadapter, dann kannst du die ganz einfach umbauen, kriegst du natürlich auch bei mir im Shop. Dann hast du nämlich beides, entweder etwas für die Präzision oder etwas für schnelle Schießen. Und auch der Wurfarm ist natürlich umrüstbar. Wenn der 150 Pfund zu viel ist, gibt es auch in 120 oder in 90 oder 75 bis runter auf 35 Pfund. Also jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber komm auf meinen Bogensportkanal, Link gebe ich dir auch im Beschreibungstext und im ersten Kommentar. Dort besprechen wir, worauf es dabei ankommt, welche Möglichkeiten es gibt. Oder du gehst in meinen Shop, dort gibt es auch alle Infos. Schön, dass du dabei warst und viel Spaß beim Armbrustschießen, aber immer aufpassen.